Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Wie jede Woche in der 1-2-3-Mutmacherei heiße ich dich ganz herzlich willkommen mit diesem Zitat von Demokrit. Und ich würde gerne gleich zu Beginn dir einmal eine Frage stellen, beziehungsweise euch gerne eine Frage stellen. Wie viele von euch haben sich denn schon einmal darüber gewundert, dass es Menschen gibt, die freiwillig und dauerhaft in ein Kloster gehen und dafür alles Weltliche hinter sich lassen? Und wie viele von euch können sich vorstellen, dass es sogar noch mehr Mut braucht, wenn du dann nach 20 Jahren aus dem Kloster wieder austrittst? Und wie viele von euch würden gerne eine Frau kennenlernen, die das gemacht hat? Und nicht nur das, sondern auch noch dem Krebs den Kampf angesagt hat mit einer alternativen Heilmethode und die zum Beispiel nächstes Jahr einfach mal ein Jahr auf Weltreise geht. Wow! Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele von euch heute mit Spannung diese ganz besondere 1-2-3-Mutmacherei verfolgen werden. Ich freue mich, dass ihr jetzt schon alle ganz fleißig eintrudelt. Vielleicht gebt ihr mir mal kurz einen Daumen hoch, wenn ihr mich gut verstehen könnt, denn ihr seht vielleicht schon, ich bin heute wo ganz anders. Ich bin nämlich gerade bei einer ganz wunderbaren Freundin und Teampartnerin in Berlin zu Gast. Darum ist heute das Licht ein bisschen anders und weil der Ton hier, also ist ein großer, sehr hoher Raum, habe ich mich heute mal für die unschicken Kopfhörer entschieden. Aber ihr gebt mir schon den Daumen hoch, also ihr könnt mich gut hören und gut verstehen, ja, weil ich dachte, das halt wahrscheinlich anders viel zu stark. Okay, gut. Also, ich habe euch jetzt schon die Fragen gestellt und dadurch habt ihr schon ein bisschen was erfahren. Mein Name, für die, die mich nicht kennen, ist Silvia Maria Engel und ich bin hier in der 1-2-3-Mutmacherei als, ja, sagen wir mal, als Mutforscherin jede Woche tätig. Und was mache ich hier? Ich interviewe ganz normale und zugleich unheimlich spannende Menschen, die einfach einen Unterschied haben zwischen dir und mir. Es gibt einen Unterschied und der ist, sie haben es gemacht. Ja, also Menschen wie du und ich. Und was wir herausfinden einfach in diesen Gesprächen, die ja bei euch von Woche zu Woche mehr Anklang finden, was mich sehr freut, ist, was ist bei denen hier im Kopf anders? Ja, wieso ticken die so anders? Welche Gedanken bewegen diese Menschen dazu, diese mutigen Dinge zu machen? Ja, und ich begrüße jetzt schon mal den Ismail, die Karina, dann habe ich die Doro vorhin gesehen, die Isabel habe ich gesehen. Schön, dass ihr alle dazukommt. Das ist ganz, ganz wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du dir heute nämlich die Zeit nimmst, denn das ist überhaupt nicht selbstverständlich in unserer Zeit, wo eben Zeit das kostbarste Gut ist, gerade in der Vorweihnachtszeit, ja. Aber dass du dir einfach jetzt wirklich diese Zeit, eine halbe, dreiviertel Stunde nimmst, um eine Frau kennenzulernen, die ganz außergewöhnlich ist, das spricht dafür, dass du einfach auch an einem Punkt bist, wo du sagst, Inspiration ist es mir einfach wert. In der nächsten, ja, halben bis dreiviertel Stunde wirst du eben nicht nur die beruflich sehr erfolgreiche Amata Bayal kennenlernen, in diesem Interviewformat hier, sondern du wirst auch wertvolle Tipps dafür bekommen, wie auch du künftiger mutig sein kannst in deinem Leben, um mehr Erfolg zu haben in deinem Leben, damit du auch für deine Umwelt, für deine Familie und deine Freunde automatisch zu einem größeren Gewinn werden kannst. Ja? Ja, mein Name ist Silvia Maria Engel und ich bin Inspirationista, ich bin Multipreneur, ich bin Chancengeberin und was immer ich sonst noch so sein will. Und ich bin eben hier die Gastgeberin der 1-2-3-Mutmacherei. Und nochmal, was bedeutet das? Wir sprechen hier mit Menschen, mit ganz normalen Menschen, wo es nur einen Unterschied gibt zwischen dir und ihnen. Und das ist, sie haben es gemacht. Und ich grüße jetzt die Nathalie, die hat sich gerade noch eingeschaltet. Ja, ich selber, für die, die mich nicht kennen, ich bin in meinem Leben wirklich schon alles gewesen in meinem Leben, mutig wie auch feige. Ich finde es immer ganz interessant, dass in Deutschland eine Sache bei mir besonders mutig finden, das ist, dass ich meine Verbeamtung auf Lebenszeit gekündigt habe, um meinen Träumen, meinen Visionen und vor allem meinen Idealen zu folgen. Und ja, da kommen die Daumen und die Herzchen, Dankeschön. Für mich gab es keine Alternative, ja, und du erfährst eben hier noch von viel, viel mutigeren Dingen. Was mich angeht, der Weg hat sich gelohnt, denn heute werden meine Bücher, ich bin Autorin geworden, bin Unternehmerin geworden,
Meine Bücher werden heute auf 3 Kontinenten mittlerweile verkauft, sind in mehrere Sprachen, zum Teil eben übersetzt. Und ich konnte eben mit Videos, Workshops, Vorträgen und so weiter schon wirklich weit über 30.000 Menschen inspirieren. Und das ist es, was mein Herz einfach bewegt. Dafür lohnt es sich dann auch mal mutig zu sein. Ja, privat verreise ich ganz gerne. Ich habe gestern erstmal wieder total verrückt beschlossen, dass ich demnächst nach Indien fahre. Also das Leben ist bunt. Ich wundere mich selber immer wieder, aber was soll's. So, genug jetzt über mich, für die, die mich noch nicht kannten. Wir kommen jetzt zu der Frau, die ich dieses Kalenderjahr kennengelernt habe. Und ich habe sie kennengelernt, als sie auf der Bühne stand und 500 Menschen mit ihrer Geschichte inspiriert hat. Und zu den 500 habe eben auch ich gehört. Die Amata ist eine Mutmacherin, wie sie wirklich im Buche steht. Dabei sieht sie, und das glaube ich, darf ich so sagen, aus wie eine ganz normale Frau. Das werdet ihr jetzt gleich feststellen. Allerdings, wie ich finde, mit einer ganz besonderen Aura. Die Amata strahlt wirklich etwas sehr, sehr Besonderes aus. Sie ist vor langer Zeit ins Kloster eingetreten. Warum, werden wir sie nachher gleich fragen. Und das wäre ja schon außergewöhnlich, weil das kostet ja auch schon viel Mut und Überwindung, würde ich mal sagen. Wir finden es heraus. Aber dann nach 20 Jahren mitten im Leben auszutreten, vor dem Nichts sozusagen zu stehen und dann eine Unternehmerkarriere hinzulegen und nebenher noch den Krebs zu besiegen, um jetzt nächstes Jahr eine Weltreise zu machen. Also da muss ich sagen, wow, da könnte ich heute auf eine ganz, ganz spannende Sendung einstehen. So, und jetzt habe ich wirklich genug hier geredet. Jetzt muss ich mal nach vorne kommen, denn die Technik, Moment, jetzt muss ich hier wieder rumfummeln. Amata ist schon da, die habe ich gesehen. Amata, kannst du mal, weil das ist auf dem, da habe ich dich einladen. So, also das müsste jetzt funktionieren. Ihr wisst ja immer mit dem Facebook Live, da muss man eben zuschalten. Und jetzt sehe ich, so, jetzt sehe ich euch wieder. Und eigentlich müsste jetzt jeden Moment, wenn die Amata meine Anfrage gleich angenommen hat, müsste sie dazukommen. Also nach dem, was ihr jetzt schon von ihr gehört habt, glaube ich, könnt ihr sie jetzt schon mal mit ganz, ganz viel Herzchen hier begrüßen. Bitte gebt meinem heutigen Gast Amita Bayerl wirklich die Daumen hoch. Ganz, ganz viele Herzchen, dass sie sich heute so kurz vor ihrer Weltreise die Zeit nimmt, um euch zu inspirieren. Das freut mich wirklich ganz, ganz besonders. Und bis die Amata hier dazukommt, Amata, ansonsten klick du bitte nochmal, dass du anfragst. Ja, jetzt trudeln schon die Herzchen und die Daumen für dich ein, Amata. Ich hoffe, das klappt jetzt technisch gleich. Ah, jetzt, Moment. Ja, jetzt muss ich nochmal bestätigen. Und dann weiß ich schon, dass sie eingeladen hat. Jetzt ist es nur noch eine Frage von Sekunden. Und dann haben wir diese ganz, ganz tolle Frau für euch in Ton und Bild mit dabei. Also, ja, und da ist sie. Ganz herzlichen Dank für die tolle Begrüßung, liebe Silvia Maria Engel. Ja, ich bin Schön. überglücklich, dass du dir die Zeit nimmst. Erstens mal in der Vorweihnachtszeit, wo alle in der Hektik sind. Und dann auch noch so kurz vor deiner Reise, Amata. Vielen, vielen Dank, dass du uns die Freude machst. Gerne, gerne. Amata, wir reden ja immer von mutigen Menschen, ja. Und ich habe dich jetzt schon angekündigt. Ich finde ja wirklich, du bist eine Mutmacherin, wie sie im Buche steht. Ich komme gleich zu dem, was bestimmt viele interessiert und mich auch wahnsinnig. Also jetzt mal ganz unter uns Betschwestern, wie es immer so schön heißt. Wie kommt eine junge Frau allen Ernstes dazu, Glaube hin oder her, ins Kloster einzutreten und all das wunderbare Weltliche hinter sich zu lassen? Ja, habe ich mich auch selber oft gefragt. Genommen, ich war ja im Internat im Kloster und habe geschworen, nie wieder ins Kloster, nie wieder Ordensleute. Aber wie das Leben halt so spielt, ich habe im Kindergarten gearbeitet, auch bei Schwestern übrigens, und habe ja dadurch, dass ich 4 Jahre im Internat war, niemand gekannt und habe halt da gesagt, ja, ich möchte ein paar Mädels so in meinem Alter kennenlernen. Und da haben die mich eingeladen und gesagt, soll so Besinnungswochenende machen. Und da bin ich damals zu den Missionsbenediktinerinnen gefahren und das fand ich total spannend. Das war so ein Wochenende mit lauter jungen Mädels. Am See, richtig schön entspannt dort auch. Fand ich total nett. Da war übrigens meine Zimmerkollegin, die war kurz vor der Hochzeit gestanden.
Ja, und zu der habe ich auch gesagt, ja, wieso bist du eigentlich da? Ja, sie wollte, damals gab es den Film Geschichte einer Nonne. Und Aha. sie wollte wissen, ob das so ist, wie das in dem Film dargestellt ist. Und deswegen war sie da dabei. Ja, und diese Wochenenden waren wunderschön. Allerdings haben die damals 40 Mark gekostet. Und ich habe zu dem Zeit, und die Fahrt dorthin auch 40 Mark, und ich habe zu dem Zeitpunkt 140 Mark verdient. Und das war der Hintergrund, warum ich dann gefragt habe, einen Pater, der immer wieder mal zu der Schwester Elgraut kam, ob sowas woanders auch gibt, günstiger, ja. Und da hat er mich nach Augsburg verwiesen, zu den barmherzigen Schwestern, die das kostenfrei machen. Und ich bin also an sich deswegen dahin, weil ich einfach so ein Wochenende mitmachen wollte. Ja, und ich bin dann dort gelandet, war wieder so ein Abend mit 50 jungen Frauen dort, und da war eine Frau in der Kleingruppe bei der Vorstellung, die wollte Schwester werden. Und ich habe gedacht, wie kann man, wenn man jung ist, Schwester werden? Weil das war für mich unvorstellbar. Unfassbar, Und ich ne? habe mich mit der so gut verstanden an dem Abend. Unfassbar. Und die hat mich dann eingeladen zum Jubiläum, das kurz darauf stattfand, in Ottobeuern, also in meinem Heimatort. Und ich bin dann in diesem Gottesdienst und dieses Jubiläum ins Hotel, und dann hing ein Bild von Vinzenz von Paul, und ich habe mich, ja, das ist so, wie wenn man sich verliebt. Ja, ich habe das Bild gesehen, ich habe Herzklopfen gekriegt, ich habe mich angesprochen gefühlt, habe gedacht, boah, das ist es. Dann habe ich mich auf einen anderen Platz gesetzt, weil ich wollte mich nicht angeschaut fühlen. An einem anderen Platz war es natürlich genauso. Und dann hat die Generaloberin einen Vortrag gehalten, und ich habe gewusst, das ist mein Weg. Ich will den Glauben leben, und das ist die Form, wo ich meinen Glauben leben kann. Ja, und dann habe ich erstmal alles versucht, den Gedanken wieder loszuwerden, denn ich habe ja eine andere Wieso, wieso, Vorstellung von wieso? meinem Leben. Ach so, also wie hast du dir dein Leben denn eigentlich vorgestellt? Ich wollte viele Kinder haben, ich wollte eine Familie gründen. Das war so meine Vorstellung von meinem Leben. Und am Kloster vollkommen konträr, das hat überhaupt nicht dazu gepasst. Ja, aber das hat mich nicht mehr losgelassen, und irgendwann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich gehe diesen Schritt, ich mache das, weil ich, ja, weil das ist, was mich erfüllt. Ja, und dann bin ich eingetreten, und ich war fast 18 Jahre im Kloster, und es war auch eine Wow. total wertvolle, wichtige Zeit. Ich möchte auch nichts missen von der Zeit. Es war, ich habe wirklich unglaublich viel mitgenommen. Ja. Jetzt müssen wir aber genau mal reinzoomen in das Bild, weil du sagst ja, also zum einen ist ja spannend, bestimmt für alle, die zugucken, und es kommen immer mehr dazu, ja. Für die, die zugucken, die fragen sich jetzt, ja, wie fühlt sich das überhaupt an? Also viele suchen ja ihre Berufung. Jetzt sagst du, du sitzt da vor so einem Bild. Und plötzlich weißt du das. Wie fühlt sich denn so ein Wissen an, Amata? Wie erkennt man seine Berufung? Also, das kann man wirklich so vergleichen, wie wenn man sich verliebt, ja? Also, das kann man auch nicht wirklich beschreiben, sondern du verliebst dich, du spürst, das ist der Partner, die Partnerin. Das passt einfach, ja? Also, das ist so ein Gespür vom Herz her. Und dann fängt der Kopf an zu denken und zu argumentieren, warum etwas nicht geht und was da dagegen spricht. Aber im Herzen spürst du einfach, das ist genau das Richtige. Naja gut, aber da liegen ja Und manche so. auch dann daneben, ne? Zumindest bei der Partnerwahl. Aber Ja, es ist die Frage, was sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich glaube, in dem Moment ist es genau das Richtige und Passende. ja, Ja? ich Und glaube auch. natürlich wird sich etwas verändern. Das hat sich ja bei mir auch verändert. Und ich denke, es ist auch in der Partnerschaft so. Aber für den Moment ist das das Richtige. Und dann gilt es natürlich schon zu prüfen. Ja? Wie ist es? War das ja im Kloster auch. Ich bin dann oft hingefahren, habe viele Wochenenden verbracht. Ich habe viel Zeit da verbracht und habe einfach hingespürt und habe gemerkt, ja, da zieht es mich hin. Okay, und jetzt kommen wir mal zu dem, weil das ist ja dann mutig. Da ist eine junge Frau, die träumt von Kindern und einer eigenen Familie. Und dann legt die da so ein, also nicht nur eins, das sind mehrere Gelübde abgelegt, ja. Wie ist es, wo kam dieser Mut her, deine Lebenspläne über den Haufen zu werfen und zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr Plan B, denn ich hatte keinen Plan B, ich mache jetzt Plan C, den ich noch gar nicht kannte. Woher kommt dieser Mut? Ja, weil ich das viel Größere für mich gesehen habe. Ja? Diese Berufung, sage ich jetzt, in den Orden, in die Gemeinschaft, war einfach etwas, ein Auftrag an mich, wo ich noch viel mehr zu geben habe, wie jetzt eine Familie, die ich für mich so wollte. Und dieses Größere hat mich so in den Bann gezogen, so inspiriert, dass ich mich entscheiden konnte, ja, ich lasse mich darauf ein und möchte einfach, ja, das ganz leben und auch, ich sage jetzt mal, meinen Glauben sichtbar werden lassen. Vinzenz von Paul, der Ordensgründer von den Barmherzigen Schwestern, war ja
so ein Mann der Tat. Liebe sei Tat, hat er gesagt. Also nicht bloß fromm daherschwätzen, sondern wirklich konkret tun. Und das war so das, was, ja, was mich auch angesprochen hat, nicht nur vom Glauben zu reden oder fromm zu tun, sondern wirklich das umzusetzen, das tatsächlich Tat werden zu lassen. Und für mich waren dann die Gelübde, also Gehorsam, naja, gehorchen jeder von uns in irgendeiner Form, ja. Ich glaube, das wäre mir schon schwer gefallen, Gehorsam zu geloben. Ja, das war am Anfang überhaupt gar nicht das Thema, weil ich sage ja, in der Anstellung müssen die Menschen oft noch mehr gehorchen wie im Orden. Ja? Mhm. Aber Gehorsam war dieses Hinhören, was ist das, was Gott von mir will, was ist das, was dem Leben auch gut tut. Dann war Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Ja, das war dieses größere Geschenk, das mir gegeben ist zu der Zeit. Und Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Armut, ja gut, im Kloster hat man im Prinzip alles. Also von wegen Armut. Man hat ein Dach über dem Kopf, man hat was zum Essen, man hat was zum Anziehen, hat im Prinzip all das im ersten Moment. Ja, aber so das neueste Apple-Handy hattet ihr jetzt nicht, das neueste iPhone, ne? Ja. Du weißt ja, das ist das, was Menschen eben, also da fühlen sich ja manche heute schon arm, wenn sie nicht das neueste iPhone haben können. Ne? Ja. Das hat mich aber damals überhaupt nicht interessiert. Ja? Also das, so viele Dinge, die waren mir einfach nicht wichtig. Es gab Dinge, die waren viel, viel wichtiger. Und ob jetzt Handy oder was, das gut zu dem Zeitpunkt ja sowieso ja, noch nicht, aber ich glaube auch heute, wenn ich immer ein Thema. Ja. Ja, schön. Jetzt ist ja das eine, also spannender Punkt, den wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückholen für die, die zugeschaltet haben. Die Amata ist eben als junge Frau, obwohl sie eigentlich Kinder wollte, eine Familie wollte, ins Kloster eingetreten. Und jetzt haben wir da schon mal eine erste Essenz, die ist für uns, glaube ich, ganz wichtig. Du hast gesagt, du hast das Größere gesehen. Ja? Und das ist ja, glaube ich, für viele Menschen was im Alltag kaum so vorkommt, weil man lebt so den Tag vor sich hin und man hat vielleicht einen Traum, ja, aber da müssten wir irgendwas verändern. Aber wenn plötzlich dieses Große kommt, ja, wo man Menschen in Dienst leisten kann, ja, das ein, ich kenne das Gefühl, ja, was einfach von innen einfach rauscht heraus, ja, dann stellt sich die Frage eigentlich gar nicht mehr so. Habe ich das richtig verstanden? Dann weiß man, was zu tun ist, ja. Schön. Genau, also wer sagt, mir fehlt der Mut, dann wäre das vielleicht schon mal so ein erster toller Tipp, einfach zu sagen, dann überleg dir doch einfach mal, wenn du dein Leben veränderst, ja, wessen Leben du dann automatisch positiv mitveränderst. Und dann wirst du erkennen, da hängen ganz, ganz viele dran und da geht es nicht nur um dich, sondern immer um ganz, ganz viele andere. Das macht es leichter. Ne? Ja, und eine Übung, die im Kloster ganz selbstverständlich ist, ist das Schauen aufs Ende hin. Ja, wenn heute mein Leben zu Ende wäre, was möchte ich denn? Das so ganz banal, was sollte auf meinem Grabstein stehen? Arbeit war ihr ganzes Leben? Das kommt nachher noch. Aber wir können es gerne vorziehen. Was wolltest denn du damals auf deinem Grabstein stehen haben? Also das, wir sind berufen, die Güte Gottes sichtbar werden zu lassen. Dieses Wort von Vinzenz von Paul hat mich so angesprochen. Das hat mich die ganzen Jahre begleitet, das Wort. Ja, über mein Leben stehen haben. Wow. Und jetzt ist da Arbeiten dran. Übrigens, Barbara, danke für das Kompliment hier. lauter nette Menschen hier. Ne? Anna-Maria sehe ich auch gerade, Marion, hallo, ich grüße euch alle. Ja, jetzt ist es so, jetzt hast du diesen Mut aufgebracht, dein Leben so komplett anders zu leben. Und jetzt kommt ja das Nächste, was ich mir noch schwerer vorstelle. Nach über 18 Jahren, diese Entscheidung, weiß ich nicht, ob man da revidieren kann, eigentlich nicht, aber dich nochmal anders zu entscheiden. Ja? Denn wie alt, Amata, warst du denn, als du beschlossen hast, das Kloster zu verlassen? Ich war fast 40 und du hast absolut recht, das war die viel schwerere Entscheidung. Das Eintreten, da war ich jung, da war ich inspiriert, da war das, der Weg vor mir, das hat gepasst. Aber der Austritt war, oder die Entscheidung, der Austritt selber nicht, die Entscheidung, einen neuen Weg einzuschlagen, der war richtig herausfordernd, weil ich für mich gedacht habe, ich habe ja eine ewige Profess. Also für mich war das ganz klar, ich habe mich für den Weg entschieden und das ist mein Weg. Und ich hatte aber einen guten Begleiter, einen Jesuitenpater, und der hat mich mal gefragt, ob ich nicht austreten möchte. Da war ich total entsetzt. Da habe ich gesagt, nee. Ich habe gesagt, wieso nicht? Ich sagte, ich bin berufen. Da habe ich gesagt, Moment. Berufen sind wir alle. Ja?
Aber die Frage, welchen Weg du gewählt hast, das ist deine Entscheidung. Gott ist ein Gott des Lebens und spür einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich. Wow. Und fand diese Aussage im ersten Moment, wow, von einem Jesuitenpater, der war damals schon um die 70. Und das hat gearbeitet in mir. Und es hat lange gebraucht, bis ich mir das eingestehen konnte, dass es auch sein darf, dass ich darüber nachdenken darf, darf ich einen anderen Weg einschlagen oder nicht. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte körperliche Beschwerden, ich hatte immer wieder irgendetwas. Und an einem Januarmorgen in der Meditation war klar, ich darf mich frei entscheiden, ob ich bleibe oder ob ich gehe. Und diese Entscheidung, danach ging es mir erstmal wirklich auch gesundheitlich so gut. Es war einfach klar, es ist beides möglich. Und dann hat es aber 9 Monate gedauert, bis klar war, wie geht mein Weg weiter. Und auch da war ich in Begleitung und es war für mich ganz, ganz wichtig, das nicht selber zu entscheiden, sondern auch immer zu reflektieren, denn mir war wichtig, ja, ist diese Entscheidung stimmig und will jetzt nicht einfach nur meinen Kopf irgendetwas verändern, sondern ist es wirklich das Richtige für mich? In anderen, ja, und ich habe dann auch Exerzitien gemacht, also Tage des Schweigens, wo ich wirklich hinspürte, auch wieder bei einem Jesuitenvater übrigens. Und an einem Tag so ganz klar war, ich darf gehen. Mein Auftrag ist, aus dem Alten Testament eine Bibelstelle, das hat er mir aufgetragen, an dem Morgen mir eine Bibelstelle zu suchen. Und da habe ich diese Abraham-Stelle gefunden. Zieh fort aus deinem Land, von deinem Volk, von deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich dachte, das geht ja gar nicht, weil das ist eine Stelle, die man nimmt man eigentlich, um ins Kloster reinzugehen. Ja? Also habe ich den ganzen Tag immer wieder Bibelstellen gesucht. Und immer wieder kam ich auf diese Also der Zufall war, den wollte es erstmal nicht sozusagen. Ja, und dann war es dieser Punkt, ja, loslassen, wirklich meine Familie, das war sie nämlich, ja, meine Ordensgemeinschaft war meine Familie und zu sagen, ja, das lasse ich los in ein Land, das ich nicht kenne, ich wusste auch nicht, wohin und was, sondern einfach zu sagen, ja, ich gehe und ich werde den neuen Weg finden, der für mich zugedacht ist. Ja, und dann habe ich die Entscheidung sozusagen getroffen an diesem Tag, bin von diesen Exerzitien zurück ins Mutterhaus, habe meine Generaloberin informiert über diese Entscheidung und dann geht es ja relativ schnell. Man schreibt dann ein Gesuch an den Bischof, ist dann mit einer Unterschrift entlassen und ja, dann beginnt ein neues Leben. Mhm. Ja, das ist das, was du da beschreibst, ja, das ist ja genau das Spannende. Also das heißt, beim Eintritt war es tatsächlich wie eine Erleuchtung, dass du sagst, ich war wie verliebt, ich wusste, was zu tun ist. Aber zu gehen war eine Entscheidung, die ein Dreivierteljahr gebraucht hat, um so zu reifen, dass du gehen konntest. Also Mut ist auch nicht immer dieses spontane X und Hop, sondern Mut darf auch mal wachsen über einen längeren Zeitraum. Ja? Ja. Schön. Ja, also Es braucht so Zeiten der Stille, des Rückzugs, um sich klar zu werden, wo geht es denn hin, wo zieht es hin? Und es bedarf meines Erachtens auch immer ein Gegenüber, das einen reflektiert, das einem Fragen stellt, das einem einfach so ein bisschen Feedback gibt. Und das ist, glaube ich, total wichtig in solchen gravierenden Entscheidungen, dass man nicht so, ja, wie du gerade sagst, einfach reinstürzt und sagt, so, jetzt mache ich mal, sondern dass man durchaus Zeit sich gönnt und die Geduld hat, da hinzuschauen. Ich hätte es viel früher gewollt. Ich wollte von dem Januar weg, wollte ich es wissen, was soll ich denn tun? Aber es hat die Zeit gebraucht. Ja. Ich muss jetzt mal, also die Frage hat er überhaupt nicht vorgehabt, dir zu stellen, aber jetzt mal so ganz unter uns zwei, darf ich dir kurz die Glaubensfrage stellen? Weil du von dem Jesuitenpater gesprochen hast, ja? Das ist ja, mir ist dann nämlich neulich auch sowas passiert. Und du hast ja gesagt, das war ja für dich, du warst ja wie vom Donner gerührt, dass der dir diese Frage stellt, ja? Glaubst du auch, und du hörst ja schon, dass ich sage auch, ja, es interessiert mich jetzt einfach, glaubst du auch, dass Gott oder wie immer man das nennen will, das Universum, das Leben, höhere Intelligenz, wie auch immer, dass das manchmal in Menschen reinschlüpft, um uns solche Fragen zu stellen, die uns dann einfach kurz durchschütteln? Ja, ja, natürlich. Ja? Also das ist nicht gar keine Frage, sondern also biblisch gesehen und vom christlichen Hintergrund heißt, wusstet ihr nicht, dass der Heilige Geist in euch ist. Ja? Mhm. Wir sind Geschöpfe, ob wir jetzt das Gott nennen oder Universum oder was auch immer. Und selbstverständlich, ja. Und das fühlt sich dann ganz besonders an in dem Moment, gell?
Also zumindest geht es mir immer so, das ist immer so, oh, wieso sagt er das zu mir? Genau. Schön. Ja. Und die Sabine sehe ich gerade, die Sabine Adamier-Echler, die ja auch begeistert hat mit ihrem Interview, und der Stille liegt die Antwort. Ja, und witzigerweise, heute ist ja mein neues Buch erschienen, Mission Ruhe im Karton, wo ich auch meine Erlebnisse teile, was in 10 Tagen Stille mit mir immer so passiert ist. Also egal, wie viel ihr euch in die Hosen macht, ganz salopp gesprochen, tut es. Geht wirklich mal ein paar Tage in die Stille. Und das heißt nicht einfach nur daheim im Wohnzimmer sitzen bleiben, sondern wirklich so einen abgeschiedenen Ort suchen, Handy weg, Computer weg, am besten mit niemand reden und mal schauen, was dann im Hirn Kasten alles so passiert. Ne? Ich mache ja auch heute noch so Klarzeit-Retreats im Kloster und in Hotels, wo wir uns wirklich auch so rausnehmen in einer kleinen Gruppe, meistens wirklich ganz kleine Gruppe, Zeiten des Schweigens haben und Begleitung von Fragen, weil ich einfach für mich selber und auch für andere feststelle, wie wichtig das ist, sich komplett rauszunehmen. Wie du sagst, nicht im Wohnzimmer, sondern komplett raus in eine andere Umgebung auch, aber wirklich auch diese Zeiten des Schweigens mit reinzunehmen. Mhm. Ja. Super. So, und jetzt ist ja die Frage, wenn man mit knapp 40 aus dem Kloster kommt, ja? Also ich bin jetzt kein Klosterinnenexpertin, so wie du, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du da ja feste Aufgaben hattest. Und vielleicht wäre das jetzt mal ganz interessant für unsere Zuschauer, damit sie den Mut auch verstehen können. Wie standst du denn beruflich da nach diesem, nachdem du gekündigt hattest, dein Klosterschwester-Job? Ja, also warst du da schon versorgt? Hast du da Rente vom Kloster gekriegt oder so? Wie kann man sich das vorstellen? Gute Frage. Denn geht erstmal mit leeren Händen da. Also das heißt, ich habe zwar ein paar hundert Euro mitgekriegt, damit ich mehr Kleidung kaufen kann, was zum Anziehen kaufen kann, aber... Stimmt, du hattest ja gar nichts, ne? Man braucht ja erstmal irgendwas, ja. Die Frage ist auch, wo kommt man unter? Ich hatte das Glück, dass meine Eltern eine Ferienwohnung haben, wo ich dann kurzfristig einziehen konnte. Du musst auf einmal eine Krankenversicherung zahlen, von was? Also da war kein Geld da, weil es gab ja nichts. Beruflich steht mir sozusagen vor nichts. Ich habe zwar eine Grundausbildung als Erzieherin, ich habe eine 6-gruppige Einrichtung geleitet, Kindergarten geleitet, ich habe dann das Bildungshaus der Diözese geleitet, aber das ist ja alles weg. Und die Diözese hat mir allerdings damals ein Angebot gemacht, dass ich hätte ein Praktikum machen können in einer Pfarrei. Und da war ich erstmal sehr, sehr dankbar, weil ich gedacht habe, wow, jetzt habe ich beruflich etwas, wo ich ja aufgefangen bin. Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, ich habe jahrelang Leitung gehabt. Ich habe ein Bildungshaus aufgebaut und geleitet. Ich habe Seminare gegeben. Ich will eigentlich gar kein Praktikum machen, um eine Ausbildung zu machen, auf die ich gar keine Lust habe. Und habe dann tatsächlich das abgesagt und habe mich dann beworben um eine Stelle in der Diözese als Bildungsreferentin. Da hat man mir damals gesagt, tut uns leid, Sie haben kein Studium. Da muss ich aus heutiger Sicht sagen, ehrlicher wäre es gewesen, Sie hätten gesagt, Sie haben keinen Schleier mehr auf, weil das war nämlich, ich habe vorher diese Tätigkeit gemacht, über Jahre hinweg im Kloster, aber nachher war es halt anders. Ja, ich bin im Nachhinein sehr, sehr dankbar, dass ich diese Stelle nicht bekommen habe und dass ich einfach in Anführungszeichen auf der Straße stand. Ich habe gedacht, okay, ich gehe ins Arbeitsamt. Ach, Moment. Und schau einfach mal was. Da muss ich jetzt mal kurz reinzoomen. Ja. Weil bei Mut, verstehst du, ist es ja genau, dass die Menschen verwechseln ja immer was. Die meinen, Mut ist dann da, wenn du weißt, was zu tun ist oder wenn das Geld da ist und so weiter. Und jetzt kommt dir der Moment, wo viele ja sagen, boah, mein Albtraum. Mit 40 mittellos auf der Straße ohne Job stehen, ja, nachdem ich vorher 20 Jahre top versorgt war, geht gar nicht. Und jetzt kommst du und sagst, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Kannst du bitte mal den Menschen klar machen, was du verstehst unter, diese Katastrophe war das Beste, was mir passieren konnte? Na, es hat Freiräume eröffnet. Ja, ich habe angefangen zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, weil das eine ging nicht mehr. Ja? Im Arbeitsamt haben sie mir gesagt, Erzieherin geht nicht, da bin ich überqualifiziert. Ja, ich hatte ja lange Leitung, ich habe Bildungshaus geleitet und zu alt. Ja, ich war fast 40, zu alt. Okay, das geht nicht mehr. Für was anderes hatte ich keine Ausbildung. Ja, die normalen Qualifikationen reicht nicht. Also ist klar, die können mir nichts anbieten. Übrigens, ich hatte auch gedacht, ich könnte vielleicht 1-2 Monate arbeitslos sein. Ja, weil ich einfach diese 9 Monate haben, dieser Prozess war sehr, sehr anstrengend. Das ging ja nicht, weil ich habe ja nie gearbeitet in dem Sinn. Also nie einbezahlt. Das war mir gar nicht so bewusst.
Aber es war das Beste, weil ich habe mich auf den Weg gemacht und habe selber gesucht und habe geschaut, wo kann ich was finden, ja, das zu mir irgendwie passt. Und ich habe meine erste Anstellung habe ich gefunden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe da im Nachtdienst gearbeitet. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass ich das gefunden habe. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, das passt überhaupt nicht. Mein pädagogischer Hintergrund und die Arbeit dort im Nachtdienst in dieser geschlossenen Abteilung für Jugendliche in der psychiatrischen Abteilung, das war nicht mein, sondern war in Ottobeuern etwas ausgeschrieben. Da gab es ein Ruhestand-Apartmentshaus. Die haben jemand gesucht. Da habe ich mich da beworben, habe diese Stelle dann auch gleich bekommen und hatte da auch eine tolle Aufgabe und habe aber dann auch hier sehr schnell gemerkt, eine Anstellung ist gar nicht so das. Ja, das ist gut, ich brauche es, ich muss erst mal versorgt sein, ich muss alles, ich sage jetzt mal, dass ich habe mit 40 dann erst meine erste eigene Wohnung bezogen. Früher konnte ich es mir nicht leisten. Ich habe 2 Jahre später mein erstes eigenes Auto dann erst gekauft. Also es hat ja einfach eine Zeit lang gedauert. Da war die Anstellung notwendig. Ich muss jetzt nur ganz kurz reingrätschen, auch weil wir haben ja, du hast ja so viel zu erzählen und ich muss das einfach ein bisschen komprimieren. Ich springe jetzt mal vor, weil ich weiß ja, was du dann gemacht hast und jetzt pass auf, haltet euch fest, die Amada, die hat nämlich als ehemalige Klosterschwester sich für was total Unanständiges entschieden. Die Amada, haltet euch fest, ist ins Network Marketing eingestiegen, ja, wo ja manche einen Grusel und einen Graus kriegen. Allerdings wissen vielleicht nicht alle, was Network Marketing ist. Kannst du es in 2 Sätzen kurz erklären, Amata? Also mir ging es ja ganz genauso wie dir, wie ich zum ersten Mal das gehört habe, gesagt, das will niemals. Nee, ich fand es von Anfang an toll, aber ich kenne ganz viele, die sagen, Network ist das Letzte. Ja. Was viele Menschen ja denken, wenn sie es hören, ja. Ich habe zum Glück nach meiner Erkrankung mich erst mit diesem Thema beschäftigt, Network Marketing, und dann festgestellt, dass das die ehrlichste und fairste Geschäftsmodell ist, das es überhaupt gibt auf der Welt. Und dass ich nichts auf der Welt kenne, was Menschen diese Freiheit bietet, flexibel arbeiten zu können, ja, auch unbegrenztes Einkommenspotenzial. Also all die Vorteile, die man sich nur vorstellen kann von einem Unternehmer, ohne dessen Nachteile zu haben. Und auch all die Vorteile von der selbstständigen Tätigkeit, ohne deren Nachteile zu haben. Also für mich ist es die genialste Form, die es überhaupt gibt. Und man kann Menschen helfen. Absolut. Mhm. Also das ist etwas, wo ich dann heute viel, viel mehr Menschen helfen, als ich das zu meiner Zeit im Kloster konnte. Und habe auch heute jetzt in den Jahren, wo ich im Network Marketing tätig bin, ja, unendlich viele Menschen hier schon bereichern dürfen. Das ist etwas Wunderschönes und ich finde es auch faszinierend. Ich habe eine Kollegin auch im Network Marketing, die ist aus Nigeria, die ist Ärztin. Die hat natürlich gesundheitlich vielen Menschen geholfen, aber die hat tausende Menschen auch aus der Armut rausgeholfen. Und es ist für mich so schön, dass wir Menschen ganzheitlich helfen können, ja? Dass es Gesundheit auf der einen Seite ist, dass es ein erfülltes Leben auf der anderen Seite ist, dass es aber eben auch dieser finanzielle Bereich ist, denn der gehört einfach mit dazu. Und das musste ich ja selber leider sehr intensiv erleben, nach meiner Erkrankung, weil ich vorher immer gedacht habe, naja, Geld ist nicht so wichtig. Ja, also von meinem Klosterthema her, von der Armut, habe ich das immer nur so im Hinterkopf gehabt. Ich war zwar selbstständig, aber Geld war immer da. Aber es war nicht, ich habe es nicht als wichtig angesehen. Und dann musste ich aber entdecken, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt in diesem Leben hier. Und von daher bin ich unendlich dankbar, dass wir auch da die Menschen unterstützen können und dürfen. Und da leitest du gleich schon zu dem anderen Thema über, wo ich auch sage, Mut, 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 die Frau hat Mut. Was ist in ihrem Kopf anders? Denn du hast gerade deine Krankheit angesprochen, Amata. Und du hattest ja Krebs, da sagst du wahrscheinlich gleich noch einen Satz dazu. Was das eigentlich, was das ganz Besondere daran ist, sagen wir mal, ist ja, als ich erfahren habe, nämlich wie du beschlossen hast, mit dem Krebs umzugehen. Das ist ja auch wieder eine sehr spannende Geschichte, von der vielleicht viele, die auch Krebs haben, träumen, aber ganz wenige trauen sich. Was hattest du denn für einen Krebs? Wie hast du davon erfahren und wie bist du damit umgegangen? Also das fand ich jetzt gar nicht so mutig, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern eine konsequente Folge von dem, was vorher war, Vertrauen. Und zwar hatte ich das Glück, dass ich, bevor ich meine Diagnose Darmkrebs im Endstadium bekommen habe,
habe ich eine Ausbildung gemacht im Bereich Orthomolekularmedizin, also die Gesamtzusammenhänge, Magen, Darm, Herz, Kreislauf. Also ich wusste um den Gesamtzusammenhang. Wie ich jetzt die Diagnose gekriegt habe, da war es so kurz vorm Darmdurchbruch und die Blase war schon befallen etc. Also ich musste operiert werden, es war ziemlich knapp. Die OP ist auch ein bisschen schief gelaufen, man musste überhaupt sein, ob ich es überhaupt überlebe. Ja, das hing ziemlich lange am seidenen Faden. Da habe ich zum einen selber erlebt, wie unterstützend manche Dinge sind in der Zeit schon. Und ich habe danach, ist ja klar, hat man mir gesagt, es geht nur mit Chemo. Und das war für mich vollkommen klar, das will ich auf keinen Fall. Das habe ich abgelehnt für mich. Ich sage, ich will ganzheitlich arbeiten. Ganzheitlich heißt für mich wirklich ernährungsmäßig. Ich habe komplett ein Jahr meine Ernährung komplett umgestellt. Ich habe, was Wasser trinken betrifft, ganz genau hingeschaut, was trinke ich und wie viel. Ich habe mental gearbeitet. Ich habe Hochleistungsvitalstoffe mit eingebaut. Ich habe Bewegung an der frischen Luft mit eingebaut, also ich habe wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz gehabt. Und so habe ich ganz schnell bemerkt, es war übrigens auch noch spannend, wie ich mich gegen Chemo entschieden habe, hat man mir dann die Bestrahlung empfohlen. Vorher hat man gesagt, das macht keinen Sinn. Nachdem ich die Chemo abgelehnt habe, hat man mir das vorgeschlagen, ich habe beides abgelehnt. Und habe dann innerhalb von 4, 6 Wochen, also ein Vierteljahr später, war ich wieder fit und konnte wieder ganz normal, ja, ich sage jetzt mal, meine Arbeit nachgehen, obwohl wirklich nach der OP, ich konnte gerade mal 100 Meter laufen, also da war... Also nochmal, damit wir das festhalten, du hast festgestellt, du hast Darmkrebs im Endstadium, was ja eigentlich schon eine sehr niedrige Überlebensquote hat normalerweise. Dann hattest du eine sehr schwierige OP, wo du fast gestorben wärst, du hast Chemotherapie abgelehnt, du hast Bestrahlung abgelehnt und hast... sozusagen einfach, ich meine, es ist ja nicht einfach, aber du hast dich dafür entschieden, deinen Körper mit den Dingen zu versorgen, damit er die Chance hat, sich selber zu reparieren. Richtig. Gegen ganz jede klar. Schulmedizin. Ja. Das war meine Entscheidung. Und keinem anderen Menschen. Das war meine Entscheidung. Für mich war absolut klar, ich hatte das Vertrauen, ich sage, dieser Krebs ist eine Krankheit wie jede andere und mit diesem Krebs wird enorm viel Angst gemacht und viel Druck gemacht. Auch das habe ich erleben müssen in all den Untersuchungen, auch danach so. Ich habe mich für mich entschieden, ja, das ist ein Zeichen, ein Signal des Körpers, das ist okay. Jetzt heißt es, damit umzugehen. Ja, und dann ist einfach die Frage, was tut meinem Körper gut und was kann ich tun, damit es mein Körper damit umgehen kann und damit, wie du so schön sagst, die Selbstheilungskräfte aktiviert werden, wie kann ich ihn da unterstützen? Und da habe ich einfach alles dafür getan. Ihr könnt gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr diese Entscheidung von Amata findet, weil Amata selber sagt ja, so mutig fand ich das gar nicht. Also wenn ich an die Krebspatienten denke, die ich kenne und auch sonst, wie die Bevölkerung normalerweise reagiert, gerade weil es so ein Angstthema ist. Es gibt nämlich Susanna zum Beispiel, die kennen wir beide auch, Amata, die Susanna schreibt jetzt, das ist wirklich sehr mutig. Ja. Danke für diesen Kommentar. Ich bin mir sicher, dass später, wenn das Video manche sehen, entweder bei YouTube oder hier noch bei Facebook, die werden sich das auch denken. Auch das ist zum Beispiel interessant, dass manchmal Menschen, die was Mutiges tun, selber gar nicht so das Gefühl haben, es wäre so außergewöhnlich. Ne? Das setzt aber sehr viel Vertrauen voraus. Vertrauen, ja. Und das hatte ich. Also das war einfach da. Und das Schöne natürlich auch, und das muss man auch sagen, dass auch mein Mann dazu gestanden ist. Ich bin ja 2002 ausgetreten und habe 2004 meinen Mann kennengelernt. Und ich meine, so eine Diagnose ist ja immer nicht nur etwas, was einen selber betrifft, sondern auch den Partner und auch die Familie, ja. Und auch meine Eltern, mein Mann, dass die mich da jetzt nicht unter Druck gesetzt haben. Der Druck kam rein von den Ärzten und von der Schulmedizin, sondern die haben gesagt, wenn du es für dich entscheidest, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann stehen sie dahinter. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage jetzt mal der Form halber nur dazu, für alle, die zugucken, das ist keine Aufforderung, dass ihr euch gegen die Schulmedizin stellt und irgendwie auch sagt, ich mache jetzt einfach so eine Nährstoffkur oder sowas, sondern jeder Mensch darf das eben selber entscheiden. Und ihr habt vor 2 oder 3 Wochen die Sabine Adamia Echtler hier in der Sendung kennengelernt, die ist einen ganz anderen Weg gegangen und auch die Amata ist einfach einen ganz anderen Weg gegangen. Aber das heißt weder, dass die Schulmedizin böse oder schlecht ist oder dass es für jeden den einen richtigen Weg gibt, sondern
Jeder muss das für sich finden. Und in Sabines Fall und in deinem Fall ist der Mut einfach wirklich belohnt worden. Also die Schulmedizin, ich bin sehr dankbar, dass wir sie haben. Ja, das ist ja auch was ganz, ganz Wertvolles, was Wichtiges. Nur in meiner Geschichte, für mich war die Entscheidung klar, ich für mich möchte einen Weg gehen, wo ich mich selber bestärke. Ja. Und ich habe natürlich die Kontrollen dann gemacht. Also keine Frage, ich habe jedes Jahr, also 5 Jahre lang habe ich kontrollieren lassen, dann habe ich beschlossen, das genügt mir jetzt. Aber auch da immer von außen der Druck, etwas tun zu müssen, was anscheinend getan werden muss, ja, da geht schon immer wieder zu wissen, wenn ich selber in mir ruhe und weiß, was wichtig ist, dann einfach sagen zu können, nein, das ist das, was ich will und das ist meine Entscheidung. Also der Chris findet deine Entscheidung auch toll, hat er gerade geschrieben. Ich glaube, da sind viele einfach, die da wirklich bewundernd zu dir hingucken. Jetzt wollen wir aber noch auf eine andere Mutgeschichte. Mit dir können wir auch stundenlang reden, Amata. Ich muss immer ein bisschen auf die Zeit gucken, weil jetzt kommt ja schon wieder so was Mutiges. Ja? Jetzt hast du dir als Networkerin ein ganz tolles Unternehmen aufgebaut. Ja? Und wir haben uns im Frühjahr noch über was ganz anderes unterhalten und dann kriege ich im Herbst plötzlich mit, du, die Amata geht jetzt auf Weltreise. Und ich sage, was macht die? Ja, die Amata geht jetzt auf Weltreise. So. Und das heißt, du bist jetzt mittlerweile wie alt, Amata? Ich bin 53. So, also ich persönlich finde es ja jung, ja, aber es gibt ja Leute, die sagen dann so, mit 50 spätestens ist der Zug ja abgefahren. Ne? Das geht gerade los. Ich hätte es dann auch früher, natürlich, ich möchte noch ganz viel erleben, aber Fakt ist, auf meinem Vision Board ist das mit drauf gewesen. Ich habe hier ganz viele Reihen drauf und habe einfach festgestellt, ach, auf was. Also ich bin ja auch in den letzten Jahren ganz viel gereist mit meiner Network-Firma. Ja. Ich war in Hawaii, ich war in Südafrika, ich war in Singapur. Und all das hat mich so inspiriert, wo ich gesagt habe, wow, es gibt so viel Schönes auf der Welt. Ich habe immer mehr, wo ich, was ich noch sehen möchte, was ich erleben möchte. Da habe ich das auf meinem Vision Board gehabt. Und dann habe ich mir irgendwann im Sommer gedacht, auf was warte ich denn eigentlich? Ja? Jetzt setze ich das einfach um und mache ein Jahr Weltreise. Das ist jetzt so mal der erste Plan. Ob das dann länger wird oder wie auch immer, das wird, das sehen wir ja. Aber jetzt geht es erstmal, ja, ein Jahr weg, all die Dinge mal anzuschauen, die mir wichtig sind und ja, mal das umzusetzen. Und das Schöne ist ja, im Network-Marketing kann man sich, oder habe ich mir ja was aufgebaut, da muss man auch arbeiten, wie überall sonst auch die ersten Jahre. Aber ich habe mir was aufgebaut, wo ich ein automatisiertes Einkommen habe, das auch nächstes Jahr, wenn ich unterwegs bin, ganz genauso weiterlaufen wird. Und das ist ja das Spannende an der Geschichte. Schön. Ich sage, ja, ich bin ein Jahr weg. Nichtsdestotrotz funktioniert mein Business. Und wenn ich möchte, kann ich sogar von unterwegs aus was tun, wenn ich dazu Lust habe. Ja, genau. Schon, genau. Es hat halt, aber wie du sagst, du hast halt auch vorher viel Zeit und Energie reingesteckt. Ne? Ja. Schön. Genau. Die Inge schreibt, die muss gerade, ich bin 55, jetzt geht's erst richtig los. Genau, jawohl. That's the spirit. Das sind die starken Frauen. Ne? Sehr gut. Amata, eine Frage, reist du allein um die Welt jetzt? Nein, mit meinem Mann. Okay, also das heißt, ach, du hast ja auch noch geheiratet, die ehemalige Klosterschwester. Ja, natürlich. Als ich 2002 ausgetreten bin, da war es für mich ganz wichtig, erstmal mich auszuprobieren, viele Kontakte zu knüpfen, viele Beziehungen zu haben. Und als ich 2004 meinen Mann kennengelernt habe, war das dermaßen schnell klar. Ja, mein Mann hat mir ein paar Wochen später einen Heiratsantrag gemacht und wir haben später geheiratet. Also es war einfach von Anfang an klar, dass das passt und nichts anderes. Und das ist für mich eines der größten Geschenke, die ich habe, neben meiner Arbeit im Network auch, so eine wunderbare Beziehung haben zu können. Ja, die so geliebt zu werden, auch lieben zu können, miteinander die Dinge zu machen und ja, jetzt auch miteinander auf Weltreise zu gehen. Also was ich so raushöre, wenn die Liebe da ist, und das war ja damals auch eben die Liebe zu diesem Bild, dann spielt Zeit oder sowas plötzlich anscheinend keine große Rolle. Ne? Weil andere würden sagen, Amata, so schnell kannst du doch nicht heiraten. Auf was soll ich denn warten, wenn ich weiß, es steht so fast? Also genau, da spielt Zeit keine Rolle, denn spürt man ja einfach. Ja? Schön. Und natürlich muss ich sagen, ich habe natürlich auch Glück mit meinem Mann, das ist ja ein absolutes Geschenk. Aber Punkt ist auch, und ich denke, das habe ich schon auch aus dem Kloster mitgebracht, so wie ich geworden bin oder auch so wie wir uns
ja, viele Dinge auch gegenseitig akzeptieren oder annehmen. Da kann einfach eine Beziehung einfach auch gut sein miteinander, ja. Da gibt es nicht so viele Reibungspunkte, sondern da ist einfach etwas, ja, da ist es ein Geschenk, diese Zeit miteinander verbringen zu können. Schön. Jetzt muss ich trotzdem fragen, weil manche denken sich vielleicht schon, ah, irgendwie so Weltreise, ne, irgendwie, es wäre schon interessant, aber hast du gar keine Angst, in so viele fremde Länder jetzt da zu reisen und so lang von daheim weg zu sein? Von was soll ich denn anfangen? Im Gegenteil. Also wir starten jetzt in Thailand. Ich war noch nie im asiatischen Raum, war ich in Bali und Singapur. Thailand war ich noch nie, Kambodscha war ich noch nie. Ich bin einfach neugierig. Ich war noch nie in den Philippinen, Vietnam. Ich werde sicher nicht alles sehen können, aber so manches. Und dann sind wir ja eingeladen von unserer Partnerfirma nächstes Jahr nach Texas. Das heißt, ich fliege dann sozusagen nach Texas und werde von dort aus Costa Rica machen. Das hat mich auch schon immer interessiert. Mittel-, Südamerika, da gibt es so viel zu sehen. Nee, also ich freue mich einfach riesig und bin total neugierig, wie es sein wird. Das Ganze interessant. So ist, dass ich sage, boah, ich habe Heimweh, dann kann ich ja heimfliegen. Also es hält mich ja keine ab. Kann ja auch sagen, nach 4 Monaten, ich möchte, keine Ahnung, bis den Rest des Jahres irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz oder sonst wo verbringen. Das kann ich ja entscheiden. Das muss ich ja jetzt nicht festlegen. Auch das ist was, was Menschen, denen oft so ein bisschen der Mut fehlt oder die glauben, dass ihnen der Mut fehlt, die haben ganz häufig, stelle ich fest, ein Thema mit Entscheidungen. Ja, da wird oft fehlender Mut vorgeschoben, um keine Entscheidung zu treffen. Ja? Und was du einfach sagst, ist, ach, ich treffe jetzt eine Entscheidung und wenn ich es mir dann anders überlege, treffe ich einfach wieder eine Entscheidung. Ne? Dann mache ich es wieder anders. Hm? Ganz genau. Super. Und eins auch für die, die sich immer fragen, wie kriege ich mehr Mut? Und zwar, du hast ein Wort genannt, das ist ganz witzig, weil, also heute ist ja wirklich ein irrer Tag. Ich bin ja selber gerade vor 2 Stunden interviewt worden im Fernsehen und jetzt interviewe ich dich. Und da hat der Moderator zu mir gesagt, du bist scheinbar ein ganz neugieriger Mensch, ja, und da habe ich gesagt, ja, ja, immer was Neues, das ist einfach spannend und interessant und ich habe in der Maske mich noch unterhalten mit der Maskenbildnerin, die gesagt hat, Veränderung ist für sie ein Graus, ja, also am liebsten sollte alles immer genau gleich sein und ich denke, das kann echt so ein großer Schlüssel sein, oder, das macht vielleicht das Mutigsein leichter, wenn man einfach neugierig ist aufs Leben. Ja, also ich finde Veränderung was Wunderbares, aber ich kann gut verstehen, dass manche Menschen Angst davor haben, ja, weil man ja nicht weiß, was da kommt. Aber ich kann einfach nur sagen, das Leben ist so voll von Fülle, von Erfüllung und in uns steckt auch so viel drin, dass wir uns nur überraschen lassen dürfen, weil es wird immer noch schöner. Also es gibt nichts, was einschränkt, sondern es wird einfach immer noch mehr und immer noch schöner. Absolut, ja. Und wie wir wissen, der Glaube versetzt sowieso Berge, ne? Ganz genau. Schön. Amata, leider muss ich auch bei dir irgendwann zu einem Ende kommen, aber ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne dass ich dir nicht auch ohne dass ich dich nicht gebeten hätte, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Und zwar ganz spontan, kurz und knapp, was dir assoziativ dazu einfällt. Ja? Vervollständige bitte die folgenden Sätze, und zwar: Mut ist für mich Freiheit. Mutiger kann man werden, indem man in sich hineinhört. Schön. Und jetzt das, was du vorhin schon angesprochen hast. Auf meinem Grabstein soll einmal stehen: Wir sind berufen, die Güte Gottes sichtbar werden zu lassen. Schön. Das ist ganz interessant, weil normalerweise sagt dann jeder mal, ich habe oder sie hat oder wie auch immer. Und du setzt was ganz Allgemeines auf deinen Grabstein, ja, um sozusagen eine Erinnerung für alle Menschen zu schaffen. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Wie schön. Sondern wir miteinander. Das ist einfach, ja. Ganz schön. Meine Zukunftsvision für unsere Gesellschaft ist Liebe und Freiheit. Dein Wort in Gottes Ohr. Es lag gut. Aber ich bin mir sicher, dass du immer noch einen guten Draht hast. Okay, und abschließend bitte, Amata, was ich allen Menschen, die das sehen oder hören, sagen möchte. Lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Groß.
großartig. Ja? Dafür gibt es hoffentlich Daumen hoch und Herzchen, weil kurz, knapp und einprägsam. Und hoffentlich nehmen sich es ganz viele zu Herzen. Gut, Amata, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Was Menschen, die dich jetzt gesehen und gehört haben, vielleicht auch wissen möchten, wie können sie denn überhaupt mit dir in Kontakt treten, falls sie zu dem einen oder anderen Thema nur eine Frage hätten? Am besten in Facebook über Amata Weyerl mit mir Kontakt aufnehmen, über den Messenger oder per WhatsApp, auch über meine Homepage www.amataweyerl.de. Sehr schön. Ganz, ganz danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut. Ja, ich mich auch. Also, das waren heute Amata Weyerl und Silvia Maria Engel für dich in der 1-2-3 Mutmacherei. Ich hoffe, dass für dich wieder wirklich viel Wertvolles mitnehmen können. Und wenn dir unser Gespräch gefallen hat, dann teils bitte auf allen sozialen Kanälen, denn dass wir dich jetzt inspiriert haben mit Amatas Geschichte, das ist schön, aber es gibt auch bestimmt in deiner Freundesliste, in deinem Bekanntenkreis noch ganz viele Menschen, die auch davon profitieren würden, dieses Gespräch mit dieser außergewöhnlichen, mutigen Frau einfach zu hören. Und für dich ist es nur ein Klick auf den Teilen-Button, beziehungsweise wenn ich in 2-3 Tagen das YouTube-Video dann hochstelle, den Link zu dem YouTube-Video zu teilen. Und du tust bestimmt dem einen oder anderen einen großen Gefallen damit, ohne dass du es überhaupt vorher wissen kannst. Aber bestimmt ein Satz für viele dabei. Ja, wir haben das gern geteilt. Bitte teil auch du. Ich habe schon gesagt, das Video wird es auch später auf YouTube geben. Like, wenn du magst, gerne auch meine Seite, Silvia Maria Engel, und gerne auch meine neue Projektseite Soldieress. Die widmet mich nämlich speziell Frauen und ihrem Empowerment, damit sie endlich mit ihrer Selbstständigkeit das verdienen, was sie verdienen. Das heißt, wenn du selbstständig bist und einfach noch ein Thema hast mit, naja, zum Leben reicht es noch nicht so richtig, das ist oft hier oben einfach ein, zwei Schrauben, die dir da noch im Weg stehen. Und dafür ist das Projekt Soldieress gedacht, ungeachtet, was deine Selbstständigkeit auch sein mag. Es ist ein Mindset-Training für Frauen speziell. Nächsten Donnerstag begrüßen wir an der Stelle mit einer ganz anderen Geschichte, und ich weiß, er ist schon ganz aufgeregt, den Uwe Baxmann. Der Uwe hat weder ein Kloster betreten, also vielleicht als Besucher, ja, aber er ist nicht eingetreten, er hat es auch nicht wieder verlassen. Der Uwe ist auch kein Weltreisender, aber der Uwe hat eine Geschichte, die bestimmt auch viele von euch berühren wird, beziehungsweise ihr kennt vielleicht Menschen, die in der ähnlichen Situation sind. Denn der Uwe kennt ein Gefühl ganz deutlich, und das ist das Gefühl der Einsamkeit. Und wer sich schon mal einsam gefühlt hat, der weiß, wie das nagen, wie das einem fressen kann. Und dieser Mann hat eben, was wir immer so nennen, im mittleren Alter, obwohl er so Angst vor der Einsamkeit hatte, seine Partnerschaft aufgegeben. Und wieso er das getan hat und wie er gelernt hat, mit seiner Einsamkeit zurechtzukommen und sie Stück für Stück sorgsam zu heilen, was für viele eine Inspiration sein kann, das erfährst du hier in der 1-2-3 Mutmacherei am nächsten Donnerstag. Das wird für dich mit Amata Weyerl heute, Silvia Maria Engel, Inspirationista, Multipreneurs, Chancengeberin und alles, was ich sonst noch sein will, denn wir dürfen sein, was wir wollen. Sei mutig und denk stets daran, auf dem Sterbebett bereuen wir nicht, was wir getan haben, sondern alles, was wir nicht getan haben. Und ich beende wie jede Woche mit dem Spruch, mit Feige geht die Freude schnell zur Neige, viel Mut hingegen tut der Seele gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche, und ich glaube, Amata, wir beide wünschen jetzt allen, die zugucken, ganz frohe Weihnachten. Amata, wünsche ich dir ein ganz, ganz frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, allen, die zugucken, ins neue Jahr. Wir sehen uns vorher nochmal, aber die Amata sehe ich vorher nicht mehr. Und falls wir uns nicht mehr hören oder sehen, eine gesegnete, freudebringende Weltreise, du mutige Frau. Alles Liebe für dich. Danke, euch auch. Dir alles Gute und allen, die heute zuhören und es anschauen, geht euren Weg. Es lohnt sich. Okay, alles Liebe für euch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja.